Moin moin Leute, Hardy hier und willkommen zum Let's Play at School Kanal. Heute mit mir, Hardy, wie gerade gesagt, und mit Klaas. Und heute spielen wir Gran Turismo Sport, der jetzt gerade letzte Teil der Reihe. Es gibt schon 7 Teile, Teil 1 und 2 kamen auf der PlayStation 1, Teil 3 und 4 auf der PlayStation 2, Teil 5 und 6 auf der PlayStation 3 und Teil Sport kam dann auf die PlayStation 4. Das ist jetzt für die PlayStation 4 der letzte Teil. Gran Turismo Sport 2 oder Gran Turismo 7, man weiß ja nicht, wie das dann heißt, kommt dann auf die PlayStation 5. Und ja, heute spielen wir ein bisschen und erzählen euch ein paar Fakten, damit es halt nicht so langweilig ist für euch, wenn ihr guckt. Ein großer Vorteil von Gran Turismo Sport ist halt ein gutes Matchmaking beim Online-Spielen, sodass Anfänger auch wirklich gegen Anfänger spielen und Pros gegen Pros spielen. Ja, also das ist halt auch so, dass die Noobs, bzw. Anfänger, dann halt auch meistens genervt sind, wenn sie dann gegen Pros spielen, und die Pros sind genervt, wenn die halt gegen irgendwelche Noobs spielen müssen, wodurch sie halt keine Herausforderungen haben. Deswegen haben die das sehr gut gemacht mit dem Matchmaking, dass Anfänger gegen Anfänger und Pros gegen Pros spielen. Und zwar gibt es jetzt eine Sache, die sehr gut ist für Gran Turismo Sport. Und zwar, es gibt Strafen. Das heißt, wenn man Abkürzungen nimmt, gegen Autos crasht oder irgendwas anderes, dann bekommt man Strafsekunden. Die werden dann halt auf dem Bildschirm angezeigt. Und diese Strafsekunden gehen nur weg, wenn man vom Gas geht. Das heißt, für ein paar Sekunden, also die Strafsekunden, die da sind, vom Gas geht. Und dann gehen die halt auch weg. Das finde ich ist sehr, sehr gut. Weil Leute, die dann die ganze Zeit einen nerven, ans Auto fahren und so, müssen dann halt auch ganz kurz dann vom Gas gehen und ein bisschen langsam. Gran Turismo Sport ist der erste Teil der Gran Turismo Saga, mit der VR kompatibel ist, also Virtual Reality. Und durch die Virtual Reality, also VR, entsteht ein ganz neues Fahrerlebnis, welches man wirklich genießen kann. Jedoch kann man Virtual Reality nur im Einzelspielermodus verwenden. Und es gibt noch einen ganz, ganz geilen Modus, meiner Meinung nach. Und zwar, da fährt man nicht, das ist einfach, da kann man sich mit VR seine Autos angucken und das ist mega nice. Wodurch Gran Turismo Sport ganz viele Hater bekommen hat, ist, dass dieses Spiel eher offline vernachlässigt, kann man jetzt nicht ganz sagen, aber einfach offline nicht so gut für online. Online wird einfach viel mehr genutzt und ist auch viel besser und wird auf jeden Fall viel mehr in den Vordergrund gestellt, auch von den Entwicklern und von den Spielern, weil das halt einfach besser ist. Klar, es gibt Kampagnenmodus, es gibt Missionen und so weiter, aber das ist auf jeden Fall nicht alles so umfangreich, und da waren zum Beispiel die anderen Teile schon besser mit den Offline-Modusen. Das Spiel ist sehr umfangreich, da es über 60 Strecken und über 150 Autos gibt. Das ist wirklich, wirklich eine Menge. Man muss hier auch sagen, dass Gran Turismo 6 1200 Autos hatte. Also braucht man noch ein bisschen, bis man das da dann knackt. Und ja, ich bin jetzt angekommen am Ziel. Wir machen natürlich noch eine Runde, ist ja klar. Jetzt sind wir auf der zweiten Map. So, der kleine Cut hat uns geholfen. Und zwar, dass am 18. Oktober 2017 das Gran Turismo Sportspiel überhaupt erst rausgekommen ist. Das war sehr, sehr cool für die Spieler, die halt Gran Turismo mochten, weil dieses Spiel wurde unzählig oft verschoben. Mega ärgerlich für die einen, aber dann kam es halt endlich raus. Das Spiel war auch erstmal sehr, sehr beliebt und später hat es halt dann einen kleinen Shitstorm kassiert, da man dann gemerkt hat, dass der Offline-Modus ein bisschen vernachlässigt wurde als der Online-Modus. Also man muss wissen, das Spiel ist vom Realitätsgrad einfach eine 10 von 10, 100 von 100, wie man es auch nennen kann, will. Es hat wirklich die schönste Grafik. Der
Der Sound von jedem Auto ist immer anders. Das heißt, jedes einzelne Auto hat einen anderen Sound. Das müssen Sie sich erstmal vorstellen, dass jemand in seinem Studio gesessen hat und den Sound von über 150 Autos erschaffen hat. Das ist schon wirklich, wirklich erstaunlich. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach richtig krass. Und auf jeden Fall sollte man solche Leute, wie Spieleentwickler, auf jeden Fall einen Respekt erzeigen, was sie da alles machen. Der Hersteller von der allgemeinen Reihe Gran Turismo heißt Kazunori Yamauchi. Das ist auch das ist einer der bekannteren Spieleentwickler. Er interessiert sich sehr hart für Autos und er lebt und liebt Autos. Gran Turismo ist auch mit den 7 Teilen, die jetzt gekommen sind, der meistverkaufteste, die meistverkaufteste Serie auf der PS4, was schon eine Meisterleistung ist. Also ich glaube, da kann er echt stolz auf sich sein.